Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Streets of Rage. Heute am 3., 4. November um 7 Uhr. Also für mich ist es, ja, der 3. Für mich ist es noch derselbe Tag. Ich stehe ja immer so aktuell um 18, 19 Uhr auf. Für euch, ja. Ne? Für manch einen ist es so, für manch einen ist es so. Jedenfalls haben wir es in der letzten Folge tatsächlich zum Ende des Spiels geschafft. Leider Gottes, was heißt leider, also es war ja irgendwo abzusehen, ist die letzte Stage richtig heftig deftig und ich werde jetzt hier, wie gesagt, mal schauen, dass ich wirklich diese Taktik versuche mit den normalen Leben, mit der keinen Hilfoption, aber dass ich dann halt, wie gesagt, schaue, dass ich, weil wir haben ja beim letzten Mal hier vor allem am Anfang sehr, sehr viel hohe Kombos gemacht, die mir aber leider nicht so viel Punkte gebracht haben, weil ich ja, wie gesagt, mit Hilfe spiele. Das bedeutet also, wenn ich ohne Hilfe spiele, müsste ich ja ganz, ganz viele Punkte kriegen. Mal schauen, weiteres Leben bei 70.000. Ich habe jetzt auch nicht so sehr bisher drauf geachtet, aber ja, mal schauen. So, ich weiß nicht, ob ich den Dings vertrauen kann hier. Oh, was war das? Das war ja cool. Warte mal, kann ich das nochmal machen? Achso, nee. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Der hat ja gerade so einen schönen Kick gemacht. Aber ich muss sagen, dass ich mich trotzdem ein wenig unwohl fühle. Mit dem Gedanken, dass ich nicht mehr so viele Leben habe. Aber das soll ja, wie gesagt, im besten Fall irgendwie gut sein. Mal gucken. Bisher merke ich da noch nicht viel von. Aber wir haben ja auch gerade erst angefangen. Ja, mal schauen. Ich würde sagen, bringen die halt irgendwie Geld, wenn ich, ja doch, ne, weil das, ich habe ja jetzt nicht wirklich Leben gebraucht. Na komm, mach das auf, ja. Ich würde sagen, pro Folge werden wir das jetzt dreimal versuchen. So ungefähr könnte das hinhauen, würde ich sagen. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge auch noch im anderen Level gespielt, oder? Das war jetzt, die letzte Folge bestand, glaube ich, nicht aus dem, komplett aus dem letzten Level. Mal gucken, ob ich hier damit durchkomme. 27 Treffer, das ist schon mal sehr gut. Aber das Ding ist ja, es geht ja nicht nur darum, nicht getroffen zu werden. Man muss ja auch immer im Flow bleiben. Ne? Also wenn man nicht schnell genug, oh, das war schön, ausgewichen. Wenn man nicht schnell genug, nicht konstant angreift, dann verliert man ja auch so ein bisschen seine Punkte. Mal schauen, hier gibt es wieder ein bisschen Essen. Soweit, so gut. Aber wie gesagt, nachher, ach so, da muss ich rein. Nachher habe ich dann meine 3, 4, 5 Leben und das ist ja dann kein wirklicher Fortschritt, aber es kommt ja noch der ein oder andere große Gegner und da kann es natürlich, irgendwie habe ich es heute mit den Fingern, muss ich sagen. Komischer Krampf jetzt, wo ich gerade mal 2-3 Minuten spiele. Ja, habe ich es gerade gesagt, vielleicht geben die ja dann, ich vertraue denen nicht, direkt mal wegballern, mehr Punkte. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, muss ich sagen. Zack. Und zack, da ist er weg. Weggebamsoart und hier mal schauen, die haben wir ja, glaube ich, beim letzten Mal so ein bisschen übersehen. Also das hier habe ich ja mitgenommen, den ersten hatte ich nur nicht bekommen. Was kann das hier? Oh, das kann den schon mal kaputt machen, was okay ist, würde ich sagen, weil, ja, guck mal, die haben ja sehr, sehr viel Leben. Das war sehr, sehr gut, dass ich den einen schon mal wegbamsen konnte und dann kann ich hier auch ein bisschen mit Schwertern werfen. Einfach auch mal so ein bisschen Taktik reinspielen, spallern. Und da beispielsweise, wenn ich die, mal gucken, von hier im besten Fall, so. Nee, ich wollte das hier aktivieren. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, leider, leider. Mal gucken, ob ich hier, nein, da beispielsweise, die Krabi, Leute, die Krabi. Die konnte ich mir jetzt leider nicht gönnen, also man sieht direkt, das wird jetzt wahrscheinlich nicht, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, aber wenn wir schon mal so weit sind, ja, wieso sollte man es denn nicht trotzdem versuchen? Ich meine, ich krieg gleich ein Leben, aber das ist halt irrelevant, das bringt mir halt nichts. Aber vielleicht habe ich ja dann das Glück und ich brauche pro gewonnenem Leben weniger Punkte, ne? Mal gucken. Auf jeden Fall nehme ich hier wieder ein bisschen Kohle mit. Das ist echt sehr, sehr traurig. Aber immerhin, man sieht, es gibt eine leichte Verbesserung. Das ist mir ja beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, dass man den Kronleuchter runterbringen konnte. So, hier ein bisschen bamsen. Aber, ach so, das ist wieder so einer. Ja, das wird nichts, Leute.
Ja, ich dachte mich schon so, ja, das wird wirklich so sein, dass ich dann wirklich nur noch eine Folge hier mache. Ja, nee. Also, sorry, aber ich verstehe... Starte direkt neu. Ich verstehe den Sinn wirklich absolut nicht. Weil eigentlich müsste man wirklich viel, viel mehr Punkte kriegen, wenn man halt ohne Hilfe spielt. Oder die Hilfe müsste halt irgendwie noch größer sein. Das, ich sehe da wirklich keinen Sinn. Es ist einfach... Es kommt, im Endeffekt kommt es aufs selber raus, beziehungsweise man ist halt mit Hilfe wirklich einfach fucking besser dran. Und man kann ja auch mit Hilfe ein Leben erspielen, wenn man eine halbwegs gute Kombo macht. Also es hat sich wirklich gerade eben so angefühlt, als müsste ich wirklich meisterhafte lange Kombos machen, um von dem normalen Spieldurchlauf profitieren zu können. Den hilflosen. Von daher machen wir es einfach mal wieder so und schauen einfach, hoffen mal, dass wir das ein bisschen besser machen können. Wie, ist aber gut, ne, dass die Dings immer höher geht. Man weiß, man ist episch, weil die Zahl immer größer wird. Aber deswegen gibt es auch wahrscheinlich so einen Abstand zwischen den Kämpfen. Ne? Hier hatte ich ja jetzt beispielsweise keine Wahl, meine Combo am Leben zu erhalten, weil da einfach keine Gegner in der Nähe waren. Also das ist schon ein bisschen bullshittig da, wie die das gemacht haben. So, man kann sich jetzt natürlich fragen, ob das jetzt so schlau war, da hier schon alles zu verzocken. Guck mal. Was stand da? 4000 oder 40? Kriege ich jetzt gleich wieder ein Leben? Weil das würde ja alles über Bord werfen, was ich gedacht habe. Also dann wäre es ja noch schlimmer als vermutet. Auf jeden Fall liegt da ein bisschen Geld. Die wollen mich jetzt ein bisschen in die Mangel nehmen. Das ist natürlich wundertastisch, dass ihr einen Intervall erschaffen habt, wo ihr hintereinander angreift. Das ist natürlich sehr, sehr dumm. So, geh weg, verpiss dich. Ja, gib mir eine schöne Kombo hier. Da muss doch irgendwas liegen, oder? Zack, zack, zack. Jawohl. Nee, tatsächlich nicht. Nein. Da hätte ich natürlich auch wieder schön ausweichen können. Zack. So, und dann machen wir das mal hier kaputt. Haben wir einen Stern? Weiß nicht, ob der beim letzten Mal da war. Ob das so ein bisschen zufällig ist, was da drin ist. Das wäre ja interessant. So. 7000. Ich würde sagen, wir haben da jetzt mehr. Weiteres Leben in 1000 Punkte tatsächlich. Dann ist es ja halt wirklich... Es ist viel einfacher so, Mann. Obwohl ich ja angeblich... Oder habe ich mich die ganze Zeit verlesen? Ich krieg doch weniger Punkte, oder? So, du? Warst du beim letzten Mal auch da? Kann mich gar nicht an dich erinnern, muss ich sagen. Ja, ballert halt. Ihr zieht ja nicht so viel ab. Lieber von denen erschießen lassen, als von ihm Schaden zu kriegen, nehme ich an. Das ist ja wirklich ein Witz, Alter. Was sind das? Gummipatronen? Platzpatronen? Meine Fresse. So. Da haben wir sie ordentlich penetriert. Und dann einmal bitte hier auf die Vorkehrungen achten. Hier beispielsweise... Okay, das war so dumm. Ich dachte, die kommen halt schneller. Beziehungsweise dachte ich, ich muss das vielleicht vorbereiten. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich, mit beiden halt kämpfen muss, ne? In voller Montur. Ist natürlich ein bisschen doof, aber okay. Ah, what the fuck? Habe ich das gerade richtig gesehen? Hat er mir einfach ein Viertel abgezogen mit dem Wurf? Der ging voll aufs Schulterblatt, ne? Meine Fresse, okay. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Déjà-vu vielleicht täuscht es aber auch. So, ihr seid mir jetzt ein bisschen, finde ich nicht geil, muss ich sagen. Da ist es weg, aber ich habe gerade ein neues Leben gekriegt. Fantastisch, würde ich sagen. Fantastisch. Ja, weil ich vielleicht auch weniger Power Slam habe. Ich würde sagen, ich benutze generell den Dash-Angriff hier. Oh, das war jetzt ein bisschen verschwenderisch. Den benutze ich ein bisschen mehr. Der mir, wie gesagt, kein Leben abzieht, aber dafür richtig reinballert. Das ist halt seine besondere Fähigkeit. Er ist halt, wie gesagt, ein gutes Mittelfeld-Fragezeichen. Ich weiß nicht, man müsste da nochmal im Detail so ein bisschen schauen, was andere können. Ich habe ja, glaube ich, auch nicht mit jedem versucht, so einen Dash-Angriff zu machen. Vielleicht können die anderen das ja. Aber das finde ich jetzt ein bisschen holocaustisch tatsächlich, was sie hier mit mir veranstaltet. Da habe ich gerade kein Verständnis. Oh Gott, jetzt dachte ich gerade, da liegt Geld. Schon ist das nächste Leben weg. Habe ich gerade, ehrlich gesagt, kein Verständnis, muss ich sagen. Für weiteres Leben in 6000. Ja, das ist doch machbar, oder? Und wie gesagt, viele, viele schöne... Komm schon, Kombos macht. Und die Gegner nicht Tourette haben. Oh Gott. Du. Dich habe ich schon wieder vergessen. Hier.
schön unten bleiben. Ja, man müsste halt irgendwie schauen, ob man es nicht irgendwie studieren kann, dass man vielleicht irgendwie weiß, so okay, der geht jetzt definitiv nach oben und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Gegner, so da sollte ich, wenn es ein nächstes Mal gibt, und das wird es wahrscheinlich geben, da einfach für ihn diese ganzen Power-Ups aufsparen, nicht wahr? Ja. Da sind also beim letzten Mal die ganzen Leben weggegangen, ne? So war das bestimmt beim ersten Mal, meine Herren. Ja, jetzt macht ihr wieder ein auf Ebenen, konstantes Ebenenwechsel. Herzlichen Glückwunsch. Hier frisst Morgenstern. Boah, das hat aber reingeböllert, ne? So, dann gib mir hier nochmal ein bisschen Leben, was ihm jetzt leider nicht so viel bringt. Aber ja, so viel ist das doch gar nicht mehr, oder? Also ich hatte es schlimmer in Erinnerung. Oh, warte. Kommt da jetzt ein Zwischenboss? Kann ich das kaputt machen? Nee, ne? Ah, ach. Die Ninja-Gady-Linies, die wieder dumm rumhobbeln. Hier, frisst deinen eigenen... Nein, ich wollte deinen eigenen Wurfstern aufsammeln. Zack. Okay, geht wieder nicht. Verstehe. Verstehe. Nicht, dass ich verstehen will. Das war gerade cool. Wie habe ich denn das gemacht? Kannst du damit aufhören? Das wär nicht echt cool, muss ich sagen. Nur einfach tatsächlich nicht wie so ein feiger Bastard aus der Ferne mit deinen Kackwurfstern angreifen würdest. Zumal ihr ewig viele davon habt und ich in euren Wurfstern immer nur einmal einsetzen kann. Was haltet ihr davon? Was war das gerade? Habe ich gerade ein Schutzschild gesehen? Habe ich mir das eingebildet? Hier kommt, jawohl, direkt wegbamsen und dann, ja. Oh mein Gott, du bist toll, du bist auch so schnell. Wow, da ist er gegen die imaginäre Wand geknallert, alles klar. Oh nein. Stimmt ja, oh Gott. Aber wenigstens gab es da Leben. Oh, das war schön ausgewichen. Ja. Guckt euch das an, ey. Kann doch selbst der Flinkeste nicht wirklich was dagegen machen. So dumm. Und ich glaube, da kommen noch mehr, ne? Waren es nicht irgendwie 3 oder 4? Ich weiß nicht, wodurch der dritte getriggert wird. Wenn die anderen eine bestimmte Anzahl an Schaden abkriegen oder so. Zack. Okay, hab ich nicht getroffen. Also guck, wie viel Schaden meine Attacke macht. Die ist schon geil, ey. Viel, wirklich ohne Scheiß, viel besser als die Special-Attacke, die mir Leben abzieht. Das ist ja Wahnsinn. So, krieg ich bald das nächste Leben. Ich meine, man muss es ja auch mal so sehen. Das kann ja auch Vorteile haben, wenn die Gegner lange Lebensbalken haben, weil man dann seine Combo pushen kann. Aber gleichzeitig haben die dann, ja, wie man sieht, natürlich leider Unsterblichkeitsframes, was das Ganze dann wieder sehr, sehr unangenehm macht. So. Der wurde direkt abgefangen worden. Sehr, sehr schön. Ja gut, man kann... Ich habe vergessen, man kann sich ja nach dem Special aufladen, wenn man dann angreift. Aber wie gesagt, das ist halt komisch irgendwie. Es lohnt sich doch gar nicht mehr, den einzusetzen, oder? Ach, Dickerchens, noch 2000. Nee, ich denke nicht, dass wir diese... Wobei, es kommen doch noch sehr, sehr viele, ne? Was ist das für eine Scheiße? Wer denkt sich das aus? Wer findet, dass es eine gute Idee ist? Und da hat er schon wieder seine Unsterblichkeitsframes gehabt. Hier, friss. Ja, und du auch noch. Ah, immerhin hat er seinen Kollega mitgenommen. Hier, ja, zack, wegbremsen. Oh mein Gott. So habe ich sie also verloren. Die gesamten Leben, ey. Oh, das war eine schöne Kombo. Habt ihr das gesehen? Das war schön. Gar nicht so geplant, aber ja, immerhin werde ich jetzt hier vielleicht ein bisschen weiteres Leben in 1000. Kriege ich extra Punkte, wenn ich ganz, ganz viel Pizza hintereinander esse? Nee, ne? Na, komm. Ja, Moment. 3? Habe ich jetzt 2 Leben bekommen? Bin mir nicht sicher. 3 Leben, Leute. 3 Leben. Was meint ihr? Meint ihr, dass das jetzt besser ist? Oh, nee. Geh einfach... Oh. Stimmt, ja. Der Lacher des Tages. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber... Au! Ja. Ja, jetzt weiß ich, wieso das in die Hose gegangen ist. Meine Fresse, du... Ja, du dumme Bitch. Ja, genau. An dir werde ich doch jetzt wieder 8 Leben verlieren. Jawoll, oh, jawoll. Ey, das macht mich jetzt so fertig. Ich hab komplett vergessen, dass die noch da war. Mann, wer fand, dass das eine gute Idee ist? Das frage ich mich öfter in Spielen, aber meist geht es um alte Spiele, aber das ist genau das Problem, dass ihr das verkörpert. Jawohl, 3er, ja, 8er, 9er, 20er Kombo, ich bin mir nicht sicher. Muss mich durch den zur Krabbe hier kämpfen, so. Hier macht Dash, ja. Oh, wir sind ja so toll, wir betäuben dich. Wieso hält der so viel aus, der fucking Ninja? Fuck off. Und du jetzt hier, zack, ja, da machst du jetzt dein Special wahrscheinlich, oder nee, stehst einfach dumm da.
Warte mal, ich habe hier immerhin Shuriken, die natürlich nicht funktionieren. Ist ja logisch. Wenn die Gegner so viel ADS haben. Und das hat doch gar nichts abgezogen, Mann. Da sind meine Fäuste doch stärker. Spitzer vor allem. Obwohl ich noch nicht mal Schlagringe habe. Okay, ja, 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 tanzt. Ja, das, sorry, da kannst du kannst da nicht ausweichen. Ich muss einfach spammen und hoffen. Spammen und hoffen. Da, oh, da liegt noch einer. So, ja, auch nicht. Auch nicht viel gebracht. Man kann mir den Dinger nicht zuschlagen. Ich habe jetzt die Zuschlagtaste gedrückt und der hat den trotzdem geworfen, ne? Ganz interessant. So, aha. Das ist, glaube ich, auch Standardkost. Jawohl. Okay, da so ein bisschen mit ausweichen, was mir aber, wie gesagt, nicht viel bringt, würde ich sagen. So, da hat sie jetzt wieder ein bisschen kassiert. Ja, spring einfach auf die andere Seite des Bildschirms. Es wird schon stimmen, würde ich sagen, ja. Okay, ein Leben hat sie schon mal von mir bekommen, ne? So ein bisschen studieren, wie viel ziehen die ab. Jetzt, ich versuche sie gerade zu grabben, aber es bringt auch nichts. Bringt auch nichts. Vielleicht schön gegen die Bande. Ja, geht ja nicht, wenn die ganze Zeit hin und her hobbelet. Hobbele, hobbele, bubbele. Ich sehe schon, das Let's Play wird wahrscheinlich noch 60 Folgen lang gehen und jede Folge wird daraus bestehen, dass ich es immer wieder dahin spiele und schaue, dass ich es, ja, das wirklich ohne Scheiß, das sind so Momente, wo ich mich manchmal frage, wäre es vielleicht sinnvoll, einfach das komplette Spiel nochmal auf leicht zu spielen, dahin zu spielen, dass man dann, das, also, das ist es, vielleicht ist man dann tatsächlich besser bedient, ja, so von der Spielzeit her schneller, finde ich. Oh Gott. Wollen wir nochmal darüber reden, dass es im Internet angeblich No-Damage-Spieldurchläufe gibt? Spieldurchläufe ohne Schaden zu nehmen. Wie nervig. Komm, guck mal, was ist das, ey? Und wow, ey, da ist die Folge vorbei. Ich dachte, ich habe irgendwie gedacht, wir schaffen, das war jetzt sehr optimistisch gedacht, wir schaffen drei Durchläufe. Also definitiv zwei. Und vielleicht noch drei pro Folge. Aber das dauert ja dann doch viel, viel länger als erwartet, ey. Und ich krieg natürlich nicht nochmal eine Heilung, ne? Ah, doch, doch. Wobei, sollte man sich die nicht eher aufheben? Pizza, nein, ach so, ja, der nimmt sich die wieder nicht. Herzlichen Glückwunsch. So, ja, ja. Super, fantastisch. Ja, lass mich nicht, oh, oh mein Gott, er ist ja so fair. Immerhin kriege ich ein Special. Ich würde gerne wirklich mal die Alte hier penetrieren wollen. Mal gucken. Boah, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel abgezogen. Aber lass mal rechts kämpfen. Lass mal rechts kämpfen für die gute Krabbe, würde ich sagen. Es wäre halt wirklich schön, wenn sie dann wirklich ein bisschen fairer sind. Aber ich befürchte, dass sie... Ich weiß nicht, hält sie sich zurück? Was meint ihr? Schwer zu sagen, oder? Wie gesagt, ich würde gerne hier bleiben. Die Krabbe noch nicht. Wobei, doch, ich... Ja, ich komme jetzt eh wieder nicht dazu, sie einzusammeln. Doch, jetzt hat das... Jetzt hat das... Ja, ich, wie gesagt, ich fokussiere mich jetzt ganz auf die Alte. Bitte nehmen Schaden. Nee, natürlich nicht. Komm, Dash, Bitch, Dash. Aber nehmen die irgendwie echt beide gleich viel Schaden oder haben die, teilen die sich einen Balken? Nee. Das wäre ja komisch. Ja, ja, ja. Fantastisch. Fantastisch. Fantastisch, ey. Jetzt, wirklich, ich, nee. Das macht keinen, das, nee, es macht keinen Sinn. Wirklich. Keinen Sinn, keinen Spaß. Nee. Das ist einfach nur absurd. Nur Zeit, die Cheatcodes aus dem Internet zu ziehen. Das wär's doch mal, oder? Ich habe da gerade irgendwas aufheilen gehört. Wer war das? Was war das vor allem? Ey. Ja. Es ist so fair. Es ist so fair, dass ich einfach drei, vier Mal dann fall und yay und geil und Buddha-Keks. Und ich werde dann definitiv mal schauen, ob es irgendwie einen Kniff gibt. Mal schauen, wie die anderen das so online machen. Aber ja, grundsätzlich für den Bosskampf würde ich sagen, weil wir auch, wie gesagt, wir spielen auf normal. Wenn ich jetzt selbstverständlich irgendwie auf einem anderen Schwierigkeitsgrad spielen würde oder so, also auf einem höheren offensichtlich, ich überlege gerade, habe ich immer was Falsches gemacht? Keine Hilfe, maximale Punkte. Ein Leben mehr. Wir sind doch immer auf keine Hilfe gegangen, oder? Wenn ich jetzt hier raufgehe, dann... Ich habe doch nichts falsch gemacht, oder? Ich werde doch immer gleich rausgesetzt und so weiter. Keine Hilfe, genau. So haben wir doch, glaube ich, gespielt bisher.
Ich kann es ja nochmal jetzt ganz kurz versuchen, aber Moment. Hä? Wieso habe ich denn schon die Hälfte meines Lebens jetzt wegen einem Schlag verloren? Was war das denn jetzt bitte? Hä? Habe ich gerade was verpasst? Wenn ich Hilfe installiere, nehme ich da auch weniger Schaden oder so? Guck mal. Nee, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mehr Punkte kriege. Ja, also wirklich, ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit für die Entwickler, die ich mir jetzt namentlich leider nicht genannt habe, mal wieder in die Gaskammer zu gehen, oder? Das ist seit langem wirklich mal wieder eine Situation, wo ich sage, los jetzt, Gaskammer, sofort, rein da. Um jetzt mal wieder überspitzt meinen Unmut gegenüber dieser Situation kundzutun. Das bestürzt mich echt sehr. Und ich schaue jetzt einfach mal wirklich so, was das Internet hergibt. Und dann werde ich noch demotivierter, als ich hier in dieser Folge schon war, es wieder versuchen. Und naja, gut, ich meine, mal ganz ehrlich, das Spiel ist ja danach vorbei. Notfalls schauen wir uns das im Internet an, das Ende. Aber es ist natürlich frustrierend, ne, dass man dann in so einem Spiel, worum es in welchem es ja nur ums reine Kloppen geht, dass man dann den Endboss nicht schafft, ist schon ein bisschen dumm, aber ihr habt ja selber jetzt gesehen, was da Phase ist, ne? Und ich wüsste nicht, wo man was besser machen sollte, weil wir sind doch wirklich mit 3-4 Leben sind wir in den Vorbosskampf gegangen. Das ist nämlich das Ding. Das ist der Ding. Warum muss die Fotze alleine gegen uns kämpfen? Wenn das nicht wäre, wenn direkt dieser Zweierkampf kommen würde, dann würde ich sagen, okay, ne? Das hätte dann gepasst. Also ich glaube, es wäre trotzdem knapp. Aber dann würde ich mich nicht so aufregen. Aber das ist einfach lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Wie gesagt, vielleicht ist das auch wirklich so, dass die Entwickler dachten wirklich, das kommt vielleicht in die Spielehalle oder so. Und die könnten wirklich den Leuten wieder ordentlich das Geld aus den Taschen ziehen. Nein, liebe Entwickler. Ihr habt das für eine Konsole gemacht. Es gibt keinen Grund, uns so sehr physisch zu misshandeln. Gibt keinen Grund, das zu machen. Ja? Können wir echt nicht auf leicht stellen, so mitten im Spiel. Ist es nicht machbar? Ist es nicht machbar? Extras. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob man... Klar, wie gesagt, man könnte es auch nochmal mit einem anderen Charakter versuchen, aber ich habe da ehrlich gesagt keine große Hoffnung drin. Stage auswählen. Zum Freischalten Story-Modus abschließen, ja. Wenn man es dann einmal durch hat, kann man jede auf einem speziellen Schwierigkeitsgrad spielen wahrscheinlich, ne, aber ja. Und dann gibt's sogar noch einen fucking Boss-Marathon, den man freischalten kann. Alter, wer hat denn darauf Bock? Wer macht denn so eine Scheiße, ey? Das hier? Okay. Aber die Frage ist, kämpft man denn? Nee, man kann nicht gegen die KI spielen. Im Jahr 2021 eine KI für den Battle-Modus zu installieren? Nein, das ist doch absurd, oder? Ich meine, das hat ja nur irgendwie schon Decken im Jahr 1997 oder so. Nee, 94 war das, glaube ich, sogar gemacht. Oder Street Fighter. Das wäre ja absurd. Es wäre ja absurd, das im Jahr 2021 zu machen. Also, ne. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ist das oldschoolig oder ist es nicht oldschoolig? Es gab damals schon Spiele, wo man echt, so, beispielsweise bei Turtles in Time, da konnte man auch nicht gegen die KI spielen, aber das ist absurd. Ja? Aber ja, wieso sollte man das auch machen? Egal, ja, ihr merkt, ich komme nicht zum Ende. Ich bin gerade wieder ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ein bisschen traurig. Weil, ich meine, klar, ich habe schon damit gerechnet, dass ich es wieder nicht schaffe, aber ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wir drei Versuche in einer Folge haben. Und wir haben nur einen einzigen geschafft, weil die Stage halt wirklich fucking lang ist, ne? Alter Schwede. Und dieses mit oder ohne Hilfe spielen hat mir auch nicht wirklich geholfen. Naja, wie gesagt, mal schauen, was das Internet sagt. Und dann schaue ich mal, ob ich dann irgendwie die Taktik replizieren kann oder so. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es ein nächstes Mal gibt. See ya.